Warnung, die folgenden Kämpfe wurden von einem Anfänger bzw. mittelmäßigen Spieler des Genres vorgeführt. Falls Sie Tipps in Sachen Gameplay von diesem Spiel suchen, sind Sie in diesem Video falsch und sollten sich besser an echte Profis wenden, die sich im Spiel besser auskennen. Ansonsten wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Video. Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. 4 für die Wii U. Wisst schon, boah, da war Fail. Egal, 1 gegen 1, hart auf hart, ihr wisst schon. Ihr kennt diese Serie hoffentlich, ihr seid nicht hoffentlich einfach so drüber gestolpert, hoffentlich, oder? Hoffentlich. So, wen nehmen wir denn als nächstes? Letztes Mal hatten wir König DDD. Oder? Ja, König DDD. Und ich glaube, ich weiß schon so ungefähr, wen ich jetzt nehme. Es konnte keine Verbindung zum Grätespiek. Hart auf hart. 1 gegen 1. Du warst mein Spoiler für die Bio. Bats. Gut. Schenk, okay. Wir nehmen mal dieses Mal Ike. Per yourself. Und zwar in den roten Klamotten. Ich weiß nicht, wieso ich den roten Klamotten irgendwie immer steuere, aber mal gucken. Ah, den habe ich in Brawl gemaint, aber in dem Spiel habe ich den ein bisschen vernachlässigt. Deswegen mal gucken, wie das abläuft. Ja, das war doof. Bams. Und schon wieder sind am Lenken, wie blöd. Mein Gott, tut er viel seinen Bomben und so rumwerfen. Was? Frisst das. Boah, geht mir damit auf den Nerven. Aha. Aber ich glaube, der macht mich fertig, ne? Komm mit in die Bombe. Ich hasse Bomben. Das war knapp. Ja. Ha. Er geht gar nicht in den Nahkampf. Da macht er sowas. Posen. Wie? Ah! Den Trick habe ich auch mal versucht, aber hat nicht geklappt. Ich wollte die fangen. Hat man gesehen, ne? Oh, der ist echt nervig als Gegner. Bams! Wusste, dass du damit kommst. Aber wie auffällig, ne? Super! Der ist doch so. Meine Güte. Was ist da passiert? Ich habe das irgendwie nicht realisiert. Boah, war ein komischer Kampf. Ah! Dämlich! Ich hab irgendwie gar keine Chance gegen den. Ja, so schnell können die Kämpfe gehen. 3 Minuten. Haben wir jetzt schon. So, nächster Gegner. Ich will mich langsam echt mal fragen, wo ich so rangmäßig bin. Geht wahrscheinlich so rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. So, Joey. Dun, 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 dun. Ich kann auch die Schwarze Ritter Kostümpalette nehmen. Den gibt es ja jetzt auch als Mii-Kleidung, ne? Den Schwarze Ritter aus Fire Emblem 10. Geil, ne? Weiß nicht, ob ihr es wusstet. So, schon wieder. Wenn du jetzt eine Bombe direkt ziehst, ne? Mal los, war dazwischen. Boah. Soldat. Wow, der macht direkt. Mann, ich kann gegen links nichts ausrichten. Ihr frisst das. Auf gegen links habe ich mit Ike keine Chance. Wo ist das? Ah. Ich liebe es, mit Ike andere Leute wegzuhauen.
Bams, genau so. Geh weg, Mann. War, er wollte mich da rausziehen. Bams. Nein, dann Smash-Angriff. Die beste Möglichkeit, Ike zu spielen, ist einfach wie ein Wilder die ganze Zeit zu schreien. Da macht es irgendwie noch befriedigender, finde ich. Ja, genau so. Er fliegt jetzt die ganze Zeit raus. Bams. Was? Boah, der muss, der will mich unbedingt damit raushauen, ey. So. Bams. Was? Was soll ich so früh schon Smash-Angriff machen? Das geht so! Boah. Sehr schön. Bin immer so schön. Bams, hab den Pfeil gekontert. Ah, komm her. Ah, schön, das war's doch, ne? Schön. Ich bin halt so geil. Ike macht mir irgendwie am meisten Spaß von allen Charakteren, habe ich so das Gefühl. Oder Captain Falcon. Weiß ich nicht. Hat einfach so was, einen mit so einem riesigen Schwert einfach wegzuhauen. Irgendein Let's Player hat auch mal gesagt, bei Ike klingt es schon so bei jedem Schlag, als ob es tierisch weh tut. Und das finde ich auch, ja. Also jeder Schlag, den er macht, der hört sich an, als würde das so was von weh tun, ey. Mitten in die Fresse. Ja, und das macht es irgendwie befriedigender. Ja. Genug Fanboy über Ike. Ich habe einen Kampf gewonnen, den nächsten verliere ich jetzt wieder. Ich habe nur die Explosion gehört. So, wenn es wieder ein Link kommt. Oh, Bowser. Oh Gott. Na toll, das kann aber was werden. Oh gut, direkt reingelaufen. Sehr gut. Ma. Mein Schwert hat nicht bis dahin gereicht. Was hat am Längen? Na, oh, verdammt. Nicht spammen, was machst du da? Oh nein, ne? Boah, leck mich. Wegen so einer Kleinigkeit bin ich rausgeflogen. Wo ist das? Verdammt. Wegen so einem Müll fliege ich immer raus. Flieg raus. Sehr schön. Habe ich, glaube ich, noch nie jemanden rausgehauen. Ja. Sehr schön. War das zu weit. Das ist so ohne Ende am Lecken, ne? Ja, Graben habe ich irgendwie noch gar nicht versucht mit ihnen. Geh weg. Die Feuer. Wir kämpfen ja mit unseren Waffen, mit purer Kraft und nicht mit Magie oder was weiß ich. Ach man. Irgendwie unverdient der Sieg, fand ich jetzt so. Obwohl, kann ich jetzt auch nicht sagen, ne?
Aber schon ein bisschen selten dämlich wieder der Kampf. Was bilde ich mir hier eigentlich ein, irgendwie über Können und Nicht-Können zu entscheiden? Ich habe selber keine Ahnung von dem Spiel. Aber naja. J-Bot. Nächster Gegner. Wer will mir jetzt auf die Fresse gehen? Welchen Charakter soll ich denn jetzt mal nehmen? Soll mir jetzt nicht über solche Sachen Gedanken machen. Aber naja. Ich habe keine Probleme. Nein, nicht schon wieder. Er scheint nicht im Nahkampf. Was ist das? Ballert. Friss das! Nein. So einfach fliege ich auch nicht raus, obwohl ich dauernd irgendwie Mist baue. Da fliegt eine Motte vor mir, mitten vom Bildschirm. Hey, ist doch nicht. Schade. Ich will gegen dich kämpfen, nicht gegen Bomben. Ich soll verwirrt mich. Ich habe ein Schwert. Ich kämpfe mit Schwertern. Mit purer Kraft. Purer Kraft. Meine Güte. Ich will echt nur Bomben einsetzen. Ja, pff, was? Alter, kannst du aber was anderes machen, außer deine Kackbomben zu werfen? Ganz ehrlich. Ja, und dann fliege ich da raus. Ah. Warte, komm du mir mal. Pff. Boah. Alter. Ja, super. Meine Güte, flieg raus! Eieiei. Friss das. Ah. Leck mich! Hör auf damit! So geht das! Ah, jetzt schon wieder mit dem Angriff rausgegangen. Genau wie beim letzten Link. Dreck. Ich sollte auch mal öfter sowas machen. Aber ich kann das nicht. Was suche ich dann in dem Spiel? Ja, Mann. Schön. Dieser Kampf. Dieser Gegner, meine ich. Eieieiei. Irgendwie nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, aber egal, waren schon wieder ein paar Highlights dabei, finde ich. Nick. Ike. Nick und Ike. Stell ich mal vor, Ike will Nick heißen. Ah. Einfach mal komplett leckfrei sein, schon wieder ein Bowser. Ma. Neben. Leck mich. Babs. Hört aufhören damit, das hat immer Priorität. Aber ich sehe auch die meisten Bowser-Spieler immer auf die gleiche Weise angreifen. Hier haben wir diesen Schild unten. Immer die gleichen Angriffe sehe ich gegen Bowser-Spieler. Tschüss. Renn weg von meiner ungeballten Macht.
Verdammt. Das war irgendwie cool. Ja, to the fire and flames. Ich verstehe nicht, warum andere immer den Angriff auf versuchen, jetzt so einfach auszuweichen. Ich stelle mich einfach hier hin. Ja, und okay, wollte schon sagen. Da. Denken die echt, die würden mich treffen dadurch? Außer wenn ich irgendwie gerade, was weiß ich, richtig blöd laufe? Genau das. Ja, ich weiß, was den Angriff. Dann kann man so einfach ausweichen. Verdammt. Hätte ich gut kontern können eigentlich. Geh weg. Geh weg. Ach man. Seht ihr genau, deswegen versuche ich sowas nicht. Ja, ich habe schon gewonnen eigentlich. Ja, jetzt versuchst du den ja, ne? So einfach geht das auch nicht. So blöd bin ich auch nicht. Wo ist das? Mach! Er gewinnt ja auch noch, wenn das so weitergeht. Schon sagen, wenn ich dadurch jetzt rausfliege, sah jetzt nicht so sicher aus. Ja. Anspielung auf 10 Teile, jetzt die Flammen blau sind. Ha. Spam kann man eigentlich sehr einfach verhindern, wenn man weiß, wie. Weil die Bomben wusste ich jetzt von Toon Link nicht, was ich machen soll. Also wie ein Bossmonster bei, was weiß ich, irgendwelchen anderen Kämpfen. Man merkt sich einfach, wie jemand kämpft und fertig. Wenn der immer das gleiche macht. Ich bekomme gar nicht mit, ob ich immer das gleiche mache. Ich hoffe ja, ehrlich gesagt nicht. Ich mache viele Dash-Angriffe. Ist mir wohl mit Ike eigentlich nicht so, weil er so einen blöden Dash-Angriff hat. Ich glaube, ich nicht so schnell weghaut. Auch wie. Ja, komm, okay. Jetzt wieder Toon Link kommt, ne? Ich habe für mich herausgefunden, mit denen kann ich nicht. Oh, könnte ich die Idee in meinen Farbmuster auch. Sehr schön. Warte mal, habe ich nicht mal gegen Ike gekämpft? Ach man. Ich möchte irgendwie nicht zurückschlagen, ich krieg das wahrscheinlich nicht hin. Ja, darauf muss ich aufpassen. Den Angriff. Damn. So ist ja so ein großes Ziel. Kein Wunder, ob ich dauernd getroffen wurde. Ma. Ja, das. Ich auch so sagen können, dass der nicht trifft. Der auch nicht. War knapp. What? Hilfe. Ich versuche aber ein bisschen zu auf diesen einen Angriff zu machen. Aber wenn ich dadurch getroffen werde, ist aus. Das sein können. So. Schön. Du mal punishen. Du mal irgendwelche competitive. Nein. Alter. Auf deine Bowlingkugeln zu werfen. Bah. Dann kriege ich auch noch. Boah. Zu pennen. Alter. Mich zu verarschen. Hey. Ich
bin auch nicht sehr viel besser als ich. Ja, jetzt will er aber mit denen angekommen. Na komm her, Burns. Oh Mann. Stell ich mal vor, ich würde den Angriff kontern. Einfach weggehauen mit der Faust. Nein, verdammt. Nein, verdammt. Ah, ich will die versuchen wegzuhauen. Au. So geht das, verdammt. So geht das. Ach Mann, verliere ich auch noch echt. So holt man doch nicht aus. So holt man aus. Okay. Willst du mich in dich haben? Okay. Ma. Weil am Posen. Bams. Pff. Verdammt. Boah, wäre der jetzt auf den geflogen, ne? Bams. Mal diese Kacksterne, die mich erwischen. Und ich fliege jetzt raus. Wow. Wie du post. Frisst das Teil. Bams. So. Die Rückkehr. Was zum Teufel? Ja, Phönix aus der Asche. Komme ich vom Himmel gestoßen mit meinem riesigen Schwert, dass ich dir gegen die Fresse haue. Voll poetisch. Okay, ich würde mal sagen, das war's dann von Ike. Und wir machen in der nächsten Folge, was weiß ich, welchen Charakter. Mal schauen. Ich bedanke mich jedenfalls alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.